Langnese-Eiscreme gibt's auch im Kino. Das gibt's ja wohl nicht. Der Abi-Jahrgang des Geschwister-Kumboldt-Bildungsinstituts hat in den Vorabiturklausuren einen Schnitt von 1,5. 1,5. Wir stehen bei 2,9. Wäre doch gelacht, wenn man da nicht ein bisschen nachhelfen könnte. Ui, der Chef ist sauer. Ah, ich habe da eine Idee. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Also Leute, das geht so nicht. Herr Theising hat mich schon wieder angesprochen mit der Tafel. Ihr müsst die Tafel wischen. Das funktioniert so nicht. Ja, das ist doch immer Frau Müller-Michaelis. Da können wir gar nichts für. Dann muss ich das nochmal ansprechen. Dann machen Sie das mal. Ich kann das alles nicht mehr.
Ich kann das nicht mehr. Dieses Vorabi, das habe ich in meiner ganzen Schullaufbahn noch nicht erlebt, ist das schlechteste Vorabi, was ich je erlebt habe. Bis auf du, Annalena. Du hast wieder das tollste und beste Ergebnis. Ganz prima. Bob, was ist mit dir? Sie wissen doch, er hat doch so... Schläfst du etwa? Bob hat einen Kater. Was soll das? Ja, sorry, was kann ich denn dafür? Schnauze, Brian. Jedenfalls, Annalena, dein Ergebnis. Wenigstens du lässt mich nicht im Stich. Das ist das schönste Ergebnis überhaupt. Du hast es sehr gut gemacht. Und ich hoffe, ihr zieht eure Lehren daraus. Ja? Im Schnitt wird das Abi immer 2 Punkte schlechter nachher als das Vorabi. Ey, guck mal. Ich glaube, sie meint das überhaupt nicht so. Du bist doch voll schlau und sie weiß das auch. Ich weiß doch, was du alles im Kopf hast. Und wer ist ihr Favorit? Ich finde den ja hier ganz toll. Brian? Brian, der achtet doch immer so auf seine Ernährung. Der nimmt bestimmt keine irgendwie suspekten Pillen. Ach Quatsch. Dann verkaufen wir ihm das eben als hilfreich. Fürs Muskelwachstum. Und dann passt das schon. Wobei, was ist denn mit Bob hier? Der nimmt doch eh jeden Scheiß. Da kommst du auf eine Pille mehr oder weniger auch nicht an. Dann machen wir das so. Moin Bob. Moin. Und wie war Vorabi? Ja, so semi, ne? Aha. Nicht so gut, ne? Hm. Wie willst du denn das Abi bestehen? Ja, weiß ich auch noch nicht so, ne? Müsste man viel lernen, aber habe ich jetzt eher nicht so Bock drauf. Wenn ich da was hätte, was dir hilft? Och, ich bin dafür alles offen. Aus dem Chemiefachbereich. Eine kleine Hilfe. Bin ich dann euer Versuchskandidat oder was? Nö. Nee. Ja. Doch. Und das hilft mir, Sachen zu verstehen. Unbedingt. Ja, würde ich nehmen. Und wie viel nimmt man da so? Nicht mehr als eine Pille. Nicht mehr als eine? Nie. Nie. Okay. Das ist ja besser als Ritalin. Thank you.
Oh, mein Bruder. Ich habe da so einen Zettel mit Nebenwirkungen gefunden. Bei der Raucherbahn. Bitte, bitte sag mir, dass du das nicht willst. Mach dir keine Sorgen. Ich passe schon auf mich auf. Guten Morgen! Guten Morgen! So! Ihr kennt mich ja! Mit Schwung und Dynamik springen wir jetzt hinein in den Überraschungstest! 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 Bitte schön! Also, ja. Wenn du da was drehen könntest, dann. Ich glaube, ich würde auch was davon nehmen. Ey, ich schau mal, was ich tue, okay? Ja? Ruhig, korrekt. Du hast gut vorgestellt. Ja. Wir sehen uns. Bis dann. Moin, Bob. Moin. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Das ist ja schön zu hören. Ja, komm doch rein. Sehr gerne, sehr gerne. Setz dich. Danke. Wollten die Film? Sehr gut. Also das ist echt starkes Zeug. Ich habe auch schon die Werbetrommel ein bisschen angekurbelt. Ja. Jetzt bräuchte ich nur mehr Stoff. Das sollte nicht das Problem sein. Reicht das fürs Erste? Ja, ich glaube, damit kann man arbeiten. Wunderbar. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Das klingt jetzt erstmal total absurd, aber ich glaube, wir haben hier an der Schule einen organisierten Drogenring, der leistungssteigernde Drogen vertickt.
Annalina, da müssen wir uns Gedanken machen, was das für Konsequenzen haben kann. Was das für Konsequenzen für dein Abitur haben kann. Und mein Vorschlag wäre, dass du die Sache vergisst und jetzt gehst. Aber da muss doch was getan... Dass du die Sache vergisst und jetzt gehst. Den Vektor A. Und seit wann macht ihr Mathehausaufgaben? Was? Was soll die Scheiße? Was willst du eigentlich von mir, Alter? Nur weil du jetzt nichts Besonderes mehr bist? Oh mein Gott, Alter. Was ein Kindergarten. Ja. Hey, Lea, warte doch mal. Verpiss dich, Brian. Verpiss du dich! Was? Ja? Brian, was hast du gerade gesagt? Ich hab gesagt, verpiss dich. So kenne ich dich gar nicht. So kenne ich dich doch gar nicht. Verändern dich? Was willst du von mir? Nein, das hängt alles miteinander zusammen. Brian, seitdem du die Pillen nimmst, bist du ganz anders. Ich geh Basketball spielen, bitch. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? Hast du das? Nein, ich glaube, du bist nicht verrückt. Mann, ich hör's auf! Oh mein Gott! Ha. What is what good for? Ha. Absolutely nothing! What is what good for? No! Say it again! What is what good for? Absolutely not! Say it again! What is what good for? Absolutely not! Say it again! So, es ist soweit. Fühlt ihr euch gesund und in der Lage, die Prüfung anzutreten? Normal. Gut, dann dürft ihr die Aufgaben aufdecken. Und wie viel nimmt man da so? Nicht mehr als eine Pille. Nicht mehr als eine. Nie. Ich hoffe, du fällst durch. Dumme Schlampe. Fick dich, Brian. Fick dich selber, du warst eh nie die eine. Was soll das? Kannst du dich woanders hinsetzen, du stinkst. Alter, ja.
mich trotzdem! Zwerg! Frau Bergen, ich glaube, Lea stirbt gerade. Tot! Riesiger Skandal am Johann-Rist-Gymnasium. Nachdem die Abiturergebnisse des Vorjahres als nicht zufriedenstellend eingestuft wurden, tüftelten einige Lehrkräfte selbstständig eine Lösung aus. Die sogenannte Schlaumachpille. Und nun steht der ganze Abiturjahrgang unter Drogeneinfluss mit einigen Kollateralschäden. Die Prüfungen können daher selbstverständlich nicht gewertet werden und der gesamte Jahrgang wird nun das letzte Schuljahr wiederholen müssen. Damit schneidet das Geschwister-Kumboldt-Bildungsinstitut im zweiten Jahr in Folge besser ab als unser geliebtes Gymnasium. Da die Schule bedauerlicherweise nicht über die benötigten Räumlichkeiten verfügt, werden die Stunden nun digital über ein Big Blue Button abgehalten. Das wird hoffentlich allen Beteiligten eine Lehre sein. Also Kinder, merkt euch, Finger weg von den Drogen. Werden. Weiß ich nicht. Was ist mit Brian? Sag's mal. Brian? Schläfst du etwa? Ich bin Brian, das ist gut. Achso, Bob. Wie lange sind Sie unsere Klassenlehrerin? Ne? Brian. Brian. Ja, ist aber voll gut, Mann. Also, mein ist größer, ich bin viel besser. Lässt sich auch besser weiten. Alles. Ach Mann, du kennst sie doch. Sie sagt, sie meint das nicht so. Jedenfalls, Annalena, du lässt mich nicht im Stich. Du hast das wieder ganz toll gemacht. Ey, ich muss mich wegsetzen, sonst sieht mir Thies nur lachen, glaube ich. Okay. Du kennst sie doch, sie meint das nicht so. Du bist doch voll schlau. Du kannst das doch eigentlich. Ich hoffe, du fällst durch. Du bist Schlampe. Oh, das ist eklig. Kannst ja wieder ausschw... Ey, guck mal. Ich glaube, sie meint das überhaupt nicht so. Du bist doch voll schlau und sie weiß das auch. Ich weiß doch, was du alles im Kopf hast. Mann. Okay, ja, da krieg ich was geschnitten. Zwerg! Nein! Was? Irgendwas ist nicht richtig. Ich hatte eine Idee. Ah. Mit Touch-Oberfläche? Dann brauchen wir Ton, ne?
vor dir her. So, dann kannst du schneiden.